Servus Leute, so jetzt haben wir mal wieder was Kleines, Baby-Effekt-Rakete, 24 Stück von Büro Austria. So, was haben wir denn da für Klassifizierung? Haben wir noch gar nicht geschaut. Ah, es ist sogar F2, Gesamtentnehmen, da schon 1,6 Gramm. So, wo ist der Mr. Kanonenschlag klein? Ah, da ist er schon, da. Darfst du verheizen? Mit unserer modernen Stahltrampen da hinten, im Wechselbrecher, im Strohhalm. Mal schauen, was die für einen Effekt kommt. Müssen wir raus oder hinten drücken. Und das muss ich recht machen. Schön, gibt es dir mal. Dann wirst du noch Feuerzeug kaufen. Bitteschön. Mit Crackling. Kann ich ein bisschen dummer stellen, weil der Baum im Weg ist. Achso, ja, kann man auch noch. Super. Fliegen weiter. Ja. Kriege ich nicht einmal auf die Kamera. Ganz schnell, gell? Ziemlich schnell auf den Weg. Das ist, weil du einfach sonst am Film bist. Wie ist denn der hier auch so? Ach, das ist daneben. Was war denn das? Oh, is this is
Hitzig. Nein, ich habe mir gerade zu Hüfte gekommen. Hüfte gekommen. Ja, ich sag, sie sind lässig. Aber ich muss sagen, die mit Endknäuel sind lässiger. Hm? Nein, für die kleinen, für die Babyraketen. Ja. Muss ich sagen, die mit Endschlag sind cooler. Also, besser gemacht, aber ich bin gerne vielleicht, aber sie gleich haben nicht. Ja. Ich weiß nicht, das, dass sie irgendwo hinfliegen, finde ich nicht so lässig. Ja. Der Traction-Effekt am Ende kann besser sein. Das war aber alle aber schon bei den Baby-Raketen, dass die nie so fliegen, wie sie sollen. Ja. So, jetzt haben wir wieder ein langes Video, gell? Aber nutzt ja nichts. Das war's gewesen. Also bis zum nächsten Mal. Und Servus.